Willkommen bei Tichys Einblick Talk, unserer Gesprächsrunde und heute zum Thema Staatsbankrott oder Demokratieversagen. Was macht die Politik eigentlich mit unserem Geld? Meine Gäste heute sind Silke Schröder, Unternehmerin und Publizistin, Rupert Scholz, Verfassungsrechtler und früherer Bundesminister der Verteidigung, Arnold Fahrt, langjähriger Bundestagsabgeordneter der CDU und Frank Henkel, der mit mir durch die Sendung führt. Herr Scholz, das Bundesverfassungsgericht hat in diesen Tagen die Sonderschulden des Bundes an den Staatshaushalten vorbei heftig kritisiert, für nichtig erklärt und eine Haushaltskrise ausgelöst. Hat Sie dieses Urteil eigentlich überrascht? Denn nun hagelt es ja Kritik. Dieses Gericht würde den Staat in eine Krise führen. Also mich hat es nicht überrascht. Ich war immer davon überzeugt, dass dieser Sonderfonds, der da gebildet worden ist, um den es hier geht, dieses 60-Milliarden-Ding, dass der verfassungswidrig ist. Dass der gegen Artikel 109 und Artikel 115 Grundgesetz verstößt. Denn danach dürfen über 35% vom Bundesinlandprodukt, dürfen Schulden vom Staat nur gemacht werden, wenn eine Naturkatastrophe vorliegt. Das ist hier nicht der Fall. Oder ein unabwendbares, vom Staat nicht mehr steuerbares, sonstiges, schweres Unglück. Beides lag hier nicht vor. Und zumal man im Übrigen ja hier Gelder genommen hat, die schon bewilligt waren für die Corona-Bekämpfung. Da hat das Bundesverfassungsgericht seinerzeit noch, aus meiner Sicht auch nicht unproblematisch, aber gut, Einverständnis erklärt für Corona. Aber nachdem das Geld dort nicht gebraucht wurde, hat diese Bundesregierung dieses Geld einfach umgepolt auf Klimaschutz, ohne dass hier auch der Beweis geführt worden wäre, dass eine Naturkatastrophe oder Ähnliches oder ein unabwendbarer, sonstiger, schwerer Unglücksfall da ist. Einfach umgepolt. Und wer das gesehen hat, der musste wissen, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht akzeptieren wird. Jenseits der Paragraphen, wie muss man sich das vorstellen? Es müssen sich doch eigentlich auch die Politiker und der Staat an Gesetze halten. Und jetzt haben wir offensichtlich den Zustand erreicht, dass die Bundesregierung und die sie tragende Ampelkoalition sagt, auch dieses Haushaltsrecht, das Ihnen so selbstverständlich erscheint, dieses Haushaltsrecht, das gilt für uns nicht. Ja, ist das die schmale Grenze zwischen, wo die Demokratie umschlägt in diktatorisches Verhalten? Also mein Gefühl geht in diese Richtung, wenn ich höre und sehe, was inzwischen gesagt worden ist. Da gibt es zunächst ja die Äußerung des Kanzlers, der erklärt hat, mit bewegter Miene und wachem Gedächtnis, was bei ihm immer wichtig ist, man würde sich in das Urteil halten. Erstaunlich. Erstaunlich. An dieses Urteil hat sich jeder zu halten, um es deutlich zu sagen. Und wenn ich dann noch daran denke, ich zitiere mal Herrn Mützenich, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Der hat ja nun erklärt jetzt, mit diesem Urteil habe das Bundesverfassungsgericht die Bürger verwirrt. Unsere Bürger sind nicht verwirrt worden, unsere Bürger haben endlich Recht bekommen mit dem, was ihnen nach der Verfassung zusteht. Und noch absurder ist ja das, was der Kinderbuchautor und Wirtschafts- und Klimaminister Habeck erklärt hat. Der hat ja erklärt, wenn jetzt die Energiepreise oder Ähnliches steigen, wenn es für den Bürger teurer wird, was ja nicht auszuschließen ist, dann sollen die Bürger sich doch bei Herrn Merz beschweren und bei der CDU. Was hat Herr Merz getan? Er hat im Grunde dafür gesorgt, mit seinem Klageantrag in Karlsruhe, dass das Recht, dass das Verfassungsrecht wiederhergestellt wird. Und da sollen die, hier wird Täter und Opfer inzwischen verdreht. Und da habe ich schon das Gefühl, wenn maßgebende Politiker der Ampelkoalition sich so äußern, dann haben sie noch immer nicht bewusstseinsmäßig begriffen, was sie angerichtet haben. Arnold Fahrt, Sie waren lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich glaube, 2009 hat die Große Koalition die Schuldenbremse ins Grundgesetz eingeführt, aus gutem Grund. Damals hat sie die FDP enthalten, nach meiner Erinnerung. Grüne Linke waren dagegen und die Große Koalition war dafür. Ich frage deshalb, weil Bundesfinanzminister Lindner ja nach dem Urteil gesagt hat, die Schuldenbremse sei jetzt gestärkt. Ich würde gerne mal die Frage weitergeben. Ist die Schuldenbremse jetzt gestärkt? Ist sie geschwächt?
Muss sie reformiert, gelockert oder abgeschafft werden? All das, was jetzt in der politischen Diskussion ist. Na, sie ist erst mal wieder in Erinnerung gebracht worden, will ich mal sagen. Also bisher ist sie ja umgangen worden. Und jetzt steht natürlich die Frage, wie will die Ampel eigentlich die Kosten, die auf sie zukommen, irgendwie stemmen? Und im Zuge von der Diskussion wird natürlich jetzt an der Schuldenbremse von allen möglichen Seiten gerüttelt. Ich glaube aber nicht, dass es eine verfassungsändernde Mehrheit gibt, um die Schuldenbremse zu stoppen oder zu verändern oder aufzuweichen. Zumal es so ist, dass die Kosten, die bei uns entstanden sind, die Folgen von jahrelangen Fehlhandlungen der Politik, in denen auch die CDU tief verwickelt ist, entstanden sind. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass der große Sündenfall das alleinige Setzen auf sogenannte erneuerbare Energien war, dass man die regelbaren Energien abgeschafft hat oder abschaffen will, beginnend mit der Kernkraft und dann sich fortsetzend mit der Kohle. Das hat eine Abhängigkeit von Gas, von russischem Gas mit sich gebracht und war damit auch eine große Ermutigung für Putin, den Krieg zu beginnen, denn er betrachtete sicher Deutschland als ausgeschaltet, weil sie ja, wie gesagt, von russischem Gas abhängig sind. Jetzt ist dieses russische Gas auch nicht mehr da und die Konsequenz ist, dass sich die Kosten jetzt überschlagen werden, weil ich ständig die Löcher, die durch die Volatilität der alternativen Energieemittenten entstehen, durch teure Einkäufe decken muss. Und das wird sich fortsetzen, das wird auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht anders sein. Und die Kosten, die da anfallen, die muss man entweder der Wirtschaft aufbürden und den privaten Stromverbrauchern. Und wenn man das nicht tun will, dann muss man tief in den Subventionstopf greifen und zwar Jahr für Jahr, nicht einmalig. Und das ist das eigentliche Problem, was hier steht. Und ich halte ein Rütteln an der Schuldenbremse für völlig unsinnig, weil es diese Systematik nicht beendet. Das Einzige, was man machen müsste, und zwar sofort, ist die Energiepolitik um 180 Grad ändern. Herr Alfatz, ich will trotzdem noch mal beim Thema Schuldenbremse bleiben. Glauben Sie, dass die Union sich bei diesem Thema einig werden wird, muss man ja fragen. Denn Friedrich Merz und der Generalsekretär der CDU Deutschland sagen, Schuldenbremse ist gut und richtig und wichtig. Der regierende Bürgermeister von Berlin, gleichzeitig Landesvorsitzender der CDU Berlin, sagt, die Schuldenbremse darf keine Investitionsbremse sein. Na gut, ich weiß nicht, wie die Meinungsbildung ablaufen wird. Ich bin aber erstmal sicher, dass die CDU darauf dringen wird, dass ein Kassensturz stattfindet und dass die einzelnen Haushaltspositionen abgeklopft werden auf ihre Entbehrlichkeit. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Luft erstmal. Mhm. Und die Diskussion, die wird stattfinden, unabhängig davon, wie unterschiedlich die Meinungen innerhalb der CDU in Bezug auf die Schuldenbremse sind. Frau Schröder, nun sagen ja die Befürworter, die Politiker der Ampel, wir brauchen dieses Geld, die Schuldenbremse muss weg, wir brauchen noch mehr Schulden, damit die Bürger geschützt werden und die Wirtschaft nicht ruiniert wird. Ist das so? Ist das gewissermaßen die Logik, stimmt diese Logik, dass der Staat jetzt alles retten muss? Nein, natürlich nicht. Und es lässt sich ja festhalten, dass eine subventionierte und gelenkte Wirtschaft, Marktwirtschaft, keine mehr ist. Ganz einfach. Also wir sind ja schon in einem staatlichen Subventionssumpf drin, aus dem es quasi kein Entrinnen mehr gibt. Also der normale Bürger kann sich ja ohne die Strompreisbremse seinen Strom, seine Energiekosten nicht mehr leisten. Und sollte die Industrie jetzt nicht auf die zusätzliche Subventionierung hoffen können Anfang des Jahres, dann werden wir eine riesige Pleitenwelle und auch einen riesigen Wegfall von Arbeitsplätzen in der Industrie erleben. Und insofern entpuppt sich ja, und das finde ich eigentlich das Gute an diesem Urteil, die gesamte Wirtschaftspolitik der Bundesregierung als Fake. Es ist keine Wirtschaftspolitik und über Lenkung lässt sich eben dieses Thema der Klimatransformation, mit der wir ja ohnehin ein negatives Alleinstellungsmerkmal als Deutschland haben, auch nicht
erfolgreich weiterführen. Also wir sind am Ende eines Holzwegs angelangt, das muss man ganz klar so festhalten. Und ich hoffe, dass es da jetzt auch die entsprechenden Konsequenzen gibt, entweder dadurch, dass Herr Lindner jetzt endlich mal das tut, was er schon lange hätte tun sollen, sich nämlich seiner Partei und seiner liberalen Wurzeln zu entsinnen und diese Koalition zum Ende zu führen. Ja, oder, also ich sehe eigentlich gar keine andere Alternative. Bevor wir zu Lösungen kommen, schauen wir uns noch mal die Zahlen an. Der Bundeshaushalt beträgt rund 450 Milliarden. Da kann man auf ein paar Peanuts im Augenblick verzichten. Im Feuer stehen im Augenblick 250 Milliarden. Sie sagen, Herr Fatz, das wird aber so in den kommenden Jahren weitergehen. Dazu kommen noch andere Sondervermögen, die in Wirklichkeit Schulden sind, wie Bundeswehr. Das heißt, dass dieser Staat, Herr Scholz, doch eigentlich ziemlich genau das Doppelte von dem ausgibt im Augenblick, was er darf. Das ist doch eigentlich, wenn man das also auf einen Haushalt bezieht, wenn ich doppelt so viel ausgebe, wie ich verdiene oder an Zuflüssen habe, bin ich eigentlich stehend bankrott, oder? Eigentlich bin ich bankrott. Und das gilt eigentlich für unser Gemeinwesen. Wenn jetzt nicht Grundlegendes passiert, was immer das sein mag, dann ist dieser Staat bankrott. Nun gibt es in dem Sinne Staatsbankrott nicht. Wenn ein Staat faktisch bankrott ist, dann kommt der Steuerzahler dran. Das ist die alte Unweisheit. Und meine Befürchtung ist schon die, dass genau das passieren wird. Wir haben heute schon, ist Deutschland nach Belgien, das höchste Steuerland. Und wenn man auch die Sozialabgaben dazu nimmt, dann liegen wir in Europa oder unter vergleichbaren Nationen schon heute vorne. Und trotzdem spricht man davon oder sprechen die Ampelpolitiker davon, wegen Investitionen und wegen der Transformation, was immer das sein mag, muss die Schuldenbremse weg, muss man das Recht bekommen, noch mehr Schulden zu machen. Das heißt, nur noch auf Kosten von morgen, auf Kosten der kommenden Generationen zu leben. Und das darf nicht wahr sein. Aber die Gefahr besteht. Nun ist der Steuerzahler ja nicht auch unendlich belastbar. Ja. Wir erleben es ja beim Bürgergeld, wenn die Unterstützung des Staates zu hoch ist, lohnt sich Arbeiten nicht mehr. Wenn die Steuern zu hoch sind, passiert dasselbe. Dann sagen Unternehmen wie Privatleute, mache ich nicht mehr mit. Haben wir da Grenzen längst überschritten? Früher gab es ja den sogenannten Halbteilungsgrundsatz. Maximal die Hälfte des Einkommens darf besteuert werden. Sind wir ja längst drüber. Wir sind drüber und in der Tat, dieser Halbteilungsgrundsatz ist auch im Zusammenhang mit dem früheren Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als es die Vermögenssteuer für verfassungswidrig erklärt hat, schon damals deutlich betont worden. Mehr als die Hälfte geht nicht, ist nicht zumutbar. Und das ist eigentlich nicht nur, ich möchte mal sagen, dem Verfassungsrichter klar, das muss eigentlich auch jedem vernünftigen Menschen klar sein. Aber das ist offenkundig Politikern nicht klar, die ohnehin Ideologen in dem Sinne sind, dass sie den Staat wollen, den mehr oder weniger totalen autoritären Staat. Sie glauben eben, dass jeder Euro, der beim Staat liegt und vom Staat verteilt wird, das ist der wahre, der richtige, der sozial gerechte und wie immer sonst man es nennen will, Euro. Der Euro, den der Privatmann hat, ausgibt, der ist eben nicht angesagt. So macht man das. So einfach ist das in Anführungsstrichen. Nun sagen Sie ja etwas, was ja in meiner Überschrift ein bisschen noch mit Fragezeichen versehen ist, vom Staatsbankrott zum Demokratieversagen. Also wenn eine Regierung so kontra, Herr Fatz hat es ja benannt an der Energie, aber es gibt auch andere Felder, so kontra Vernunft handelt, dann stellt man sich ja die Frage, funktioniert die Demokratie noch, die uns Bürgern ja das Recht gibt, zu sagen, wie wir Politik gestalten wollen. Sind wir auf dem Weg eines Demokratieversagens, weil die Politik, die großen Parteien oder eine Mehrheit der großen Parteien nicht mehr belehrungsfähig ist, nicht mehr lernfähig ist? Eine gute Frage, die noch niemand in der Form beantwortet hat und vielleicht auch niemand wirklich beantworten kann. Aber Demokratie setzt natürlich voraus, nicht nur den mündigen Bürger mit seinem Wahlrecht, die Gleichheit der Bürger ist auch ganz wichtig. Der Gleichheitssatz wird hier vielfältig verletzt. Sondern auch ein Staat, ein System, das verantwortlich funktioniert. So möchte ich es mal nennen. Verantwortlich funktioniert. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt angekommen.
verantwortliches Funktionieren ist jetzt unverzichtbar gefragt und gefordert. Und ob das gelingt, ich habe meine Zweifel. Robert Scholz, darf ich kurz einfassen? Ich glaube, genau darauf können wir doch gar nicht bauen. Also ich habe gestern mal so kurz die Nachrichten gesäppt und da waren zwei Auftritte. Einer von Herrn Scholz, einer von Herrn Lindner. Herr Scholz sagte also auf einer Digitalpodiumsdiskussion mit seinem üblichen süffisanten Lächeln, Sie sehen mich nicht ohne Zuversicht. Von Christian Lindner gab es eine ähnliche Aussage. Also die Arroganz der Macht, die wir hier erleben, die strahlen Sie aus. Abkopplung einer politischen Elite von jeglicher Verantwortung, die sie für ihre Bürger, für ihre Wähler auch tragen, die ist ja augenscheinlich. Also es gibt eine Klippe, von der ich mich jetzt als normale Bürgerin frage, wie wollen wir die überhaupt noch überwinden? Ich sehe da überhaupt kein Einsehen und auch keine Rationalität im Anerkennen eigener Verantwortung für diese gravierenden Fehlentscheidungen, die Bürger Geld kosten. Und das muss man eben auch sagen, wir haben eins der niedrigsten medianen Vermögenswerte innerhalb Europas. Also der Puffer, der in der Bevölkerung zur Verfügung steht, um da jetzt noch mehr Belastung, Frau Esken hat ja sofort von Steuererhöhungen gesprochen, etc. Ja. Wir sind doch schon am Limit. Es gibt so viele Menschen, die gar nicht mehr wissen, wie sie ihren Wocheneinkauf bestreiten sollen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen sollen. Und da ist doch überhaupt gar kein Spielraum mehr. Und das anzuerkennen, das sehe ich jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen Beteiligten. Also bei niemandem eigentlich, der in der Ampel Verantwortung für dieses Desaster tragen müsste. Wenn ich einen Satz hinzufügen darf. Meine Lindner hat ja eine richtige Entscheidung jetzt getroffen, dass er sofort die Haushaltssperre eingeführt hat. Das muss natürlich sein, dass nicht mehr beliebig Geld rausgeschmissen wird. An die Haushaltssperre muss sich der Kassensturz anschließen. Das heißt, die totale Revision aller Ausgaben, die irgendwo bewilligt oder geplant oder was immer sonst sind. Aber der Kassensturz wird auch nicht, das ist der Punkt. Ich glaube, Sie werden einen Kassensturz machen. Aber was Sie an den Kassensturz anschließen muss und den erst wirklich zu einem halbwegs helfenden Konzept machen kann, ist der, ich möchte es mal sagen, der Kompetenzsturz. Das heißt Aufgabenkritik. Es ist eine umfassende Aufgabenkritik nötig in unserem Staat, dass man sich wieder besinnt auf das, was unverzichtbar ist. Meinetwegen innere Sicherheit oder Fragen dieser Art und nicht die Frage etwa beim Klimaschutz, wo ein Gesetz gemacht wird, um CO2 zu beschränken. Und der zuständige Minister weiß nicht einmal, wie viel CO2 auf welche Weise eingespart werden kann. Er bringt dieses Heizungsgesetz ein und weiß es nicht, erklärtermaßen. Weiß er nicht, wie viel CO2 denn damit, das ist unfassbar. Aber es kostet Geld. Aber das ist unfassbar. So wird Politik bei uns gemacht. Und deshalb sage ich, die Aufgabenkritik muss fundamental her, sonst ist unser Staat am Ende. Dazu passt, glaube ich, meine nächste Frage, Robert Scholz. Sie haben Regierungserfahrung. Sie haben lange Zeit in der Regierung hier in Berlin als Senator gesessen. Sie waren Bundesminister der Verteidigung, damals noch in Bonn. Wenn wir uns das jetzt anschauen und auch in Zusammenhang mit dem bringen, was Sie eben gesagt haben, welche Spielräume hat die Bundesregierung eigentlich, wenn jetzt plötzlich 60 Milliarden Euro fehlen? Na, Spielräume haben Sie im Moment demnach nicht, wenn Sie Ihre Politik nicht ändern. Das ist ganz einfach. Sie müssen das, wenn ich es noch einmal sagen darf, eine grundlegende Aufgabenkritik zuführen. Das bedeutet, Herr Fahrz hat darauf hingewiesen, die Klimapolitik muss von Grund auf den Kopf gestellt werden. Natürlich müssen die Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden. Nicht, das ist so logisch wie das Amen der Kirche. Ideologie geht hier nicht vor. Aber solange ich die umgekehrte Linie fahre, Ideologie vor Vernunft, Ideologie vor wirtschaftlicher Nützlichkeit und damit auch Steuergerechtigkeit, wird es keine Lösung geben. Werden Sie letztlich ausweichen? Ich gehe nicht davon aus, dass die Ampel zurücktritt. Man hält natürlich an den Positionen fest. Und deshalb werden Sie noch 2 Jahre regieren bis zur nächsten Bundestagswahl. Dann werden Sie hoffentlich erfolgreich abgelöst. Aber sie werden bis dahin dann systematisch vor sich hin bosseln. Immer hier eine Subvention, da noch eine Subvention. Und versuchen, ich möchte einmal so sagen, das Wort ist aus meiner Sicht in der Diskussion bisher noch nicht aufgetaucht, sozusagen für das, was diese 60 Milliarden jetzt angeht, sozusagen ein Bewusstsein der Bereitschaft zur Stundung in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wenn ich das schaffe,
dann habe ich für ein paar Monate Luft. Und auf irgendwo in der Richtung tendieren Sie hin, da werden Sie hintendieren. Da fragen wir gleich Herrn Fahrt. Herr Fahrt, Sie sind ja ein parlamentarischer Vollprofi. Und im Bundestag wird über Geld natürlich massiv gestritten. Aber jetzt muss über sehr viel Geld gestritten werden, und zwar einsparen. Einsparen ist ganz was Furchtbares, weiß jeder von uns. Wie muss man sich das jetzt in den nächsten Wochen, der Bundeshaushalt ist ja jetzt nicht verabschiedet worden, wie muss man sich das in den nächsten Wochen vorstellen? Sagen die, lass uns herumschwindeln, oder sagen die, wir sparen hier, da und dort 5 Milliarden, 10 Milliarden, 2 Millionen? Wie geht das jetzt? Ja, also die bisherige Praxis lässt leider vermuten, dass der Fall eintreten wird, dass wir zwar, das war Haushaltssperre, Kassensturz, alles das stattfindet und dann geht es so weiter wie bisher. Das befürchte ich. Also das heißt mit anderen Worten, alle werden an ihren Lieblingsprojekten versuchen, mit Zähnen und Klauen festzuhalten. Und am Ende wird man irgendwelche Tricks finden, um das eine und das andere und nach alles von dem, was man jetzt eben auch falsch macht, nach Möglichkeit weiterzuführen. Die Lösung ist meines Erachtens relativ einfach. Also ich glaube, einer der gewaltigsten Irrwege, die Ampel eingeschlagen hat, ist, dass sie das Lohnabstandsgebot weiter verwässert und zerstört hat. Verwässert und zerstört, indem sie jetzt das Bürgergeld eingeführt hat und die Anreize, sein Leben zu finanzieren, ohne zu arbeiten, werden immer stärker. Das ist ein Krebsschaden der Gesellschaft, ja. Ein Krebsschaden. Und wenn der nicht behoben wird, dann gibt es auch für die Wertschöpfung in Deutschland keine Perspektive mehr. Und demzufolge ist das Erste, was zurückgeführt werden müsste. Und das ist ein erheblicher Batzen Geld, der auf diese Weise frei würde. Zum Beispiel. Aber Herr Heil hat uns ja gestern schon erklärt, der zuständige Minister Heil, dass bei Sozialleistungen auf gar keinen Fall gespart wird. So, und das ist genau das, was ich versucht habe zu sagen. Der Beginn von Verteilungskämpfen. Der Kassensturz findet statt, alle nicken und dann geht es so weiter wie bisher. Das heißt, jeder hält an seinen Lieblingsvorstellungen fest. Das wird passieren. Auf der anderen Seite wird es so sein, dass die objektiven Faktoren diese Regierung immer mehr in die Zange nehmen. Dass sie also praktisch jeder Spielraum abhanden kommt, einfach durch die Preisexplosion im Energiebereich, der sich in alle Lebensbereiche reinschleicht, alles verteuert, das gesamte Leben in Deutschland verteuert. Und es gibt da praktisch keinen Ausweg, außer das, was wir eben am Anfang gesagt haben. Es muss in der Energiepolitik ein absoluter Wandel stattfinden. Und wenn ich noch mal was zu dem Thema Demokratie sagen darf, was Sie angesprochen haben. Die Demokratie hört dann auf, attraktiv zu sein für die Menschen, wenn die demokratisch gewählten Regierungen beginnen, die Menschen offen zu betrügen. Und das genau hat hier stattgefunden und das ist genau das, was das Verfassungsgericht korrigieren wollte. Die Regierung der Bundestag hat damals eine Summe beschlossen, um die Corona-Folgen abzufedern. Und hat das Geld dann für andere Dinge verwenden wollen. Das ist so, wie wenn Sie von der Oma Geld borgen, weil Sie einen schweren Krankheitsfall in der Familie haben und da Ausgaben notwendig sind. Und dann stellt sich raus, die Krankheit ist geheilt und Sie kaufen sich ein Auto dafür. Der richtige Weg ist, das Geld an die Oma zurückzugeben, weil alles andere ist Betrug. So, und das genau findet hier statt. Und es findet nicht nur einmal statt, es findet auch mit dem anderen Fonds statt. Es ist alles leider so, dass die Öffentlichkeit sagen muss, wir werden hinters Licht geführt. Und das ist am Ende die Axt an die Demokratie legen. Das ist das Problem. Frank, der offene Betrug. Ja, und es geht auch noch weiter. Also wenn man über Demokratie redet, muss man eben auch berücksichtigen, es kann so sein, dass eine Regierung Entscheidungen treffen muss, die ein großer Teil, eine Mehrheit der Öffentlichkeit mal nicht teilt.
Das ist Regierungshandeln, das kann, muss man einräumen. Das ist immer möglich. Ja. Aber wenn das am laufenden Band passiert, wenn also, wie bei uns beispielsweise, zunächst im Falle der Griechenland-Rettung und der Euro-Rettungsschirme und dann immer weiter jetzt bei der Energiepolitik, bei der Corona-Politik und so weiter. Es immer so ist, dass laut Umfragen ungefähr 60% gegen die Maßnahmen der Regierung sind und die Regierung tut, als ob sie es nicht hört. Dann suchen sich die Menschen andere Repräsentanten. Dann, und das ist das, was wir jetzt in Deutschland haben, die Parteienlandschaft fragmentiert. Entscheidungen werden immer schwieriger aus diesem Grunde. Und die Öffentlichkeit hat den Eindruck, dass in der Regierung eine Diktatur der Inkompetenz herrscht. Und wenn das stattfindet, dann leidet die Demokratie als solche. Sie verliert an Attraktivität und die Menschen machen sich Gedanken, die für die Demokratie gefährlich sind. Frau Schröder, Sie sind selbst Unternehmerin. Nach all dem, was wir jetzt eben gehört haben, insbesondere auch von Arnold Fahrts eben, muss der deutsche Mittelstand jetzt Angst haben, noch stärker belastet zu werden? Na, er hat ja eigentlich schon Angst seit Jahren und seit Jahren lesen wir auch immer neue erschreckende Statistiken darüber, wie viel Prozent des Mittelstands darüber nachdenken, abzuwandern. Also natürlich ist jetzt damit zu rechnen, dass Olaf Scholz, wie er das ja schon häufiger gesagt hat, dem Prinzip starke Schultern müssen mehr tragen, da versucht, einen einfachen Weg für zu finden und der wird dann natürlich an die Menschen, bei denen noch was zu holen ist. Und das sind ja Unternehmer, die häufig immobiles, nicht einfach verschiebbares Vermögen haben. Davon ist also auszugehen, ja. Also jeder, der hier überhaupt noch wertschöpfend in diesem Land beiträgt zum Wirtschaftsaufkommen, der hat, glaube ich, mittlerweile große Sorgen, wie es weitergeht. Denn alles hängt ja mit allem zusammen. Also jetzt das Thema von Lkw-Mauterhöhung am 1.12., dann Anfang Januar die CO2-Bepreisungsschraube, an der nochmal gedreht wird in einer Zeit, wo ohnehin die Bürger und aber natürlich auch die Unternehmen extrem belastet sind. Das ist schlicht verantwortungslos, ja. Aber bei der wachsenden Zahl der Bürgergeldempfänger wird nichts zu holen sein. Also insofern wird sich das kleine Grüppchen derer, die zum wirtschaftlichen Aufkommen beitragen, besonders die Unternehmer, die ja auch die Arbeitsplätze sichern, da wird man versuchen, noch zu holen, was geht. Gemäß dem Motto, in der Zitrone kommt noch irgendein Tropfen raus, wenn ich noch mal kräftig drauf presse. Ein Instrument könnte die Wiedereinführung der Vermögenssteuer sein. Wie fatal wäre das für den Mittelstand? Ja, das wäre natürlich absolut fatal, denn das ist ja auch ein Narrativ, was in den letzten Jahren immer sehr gerne falsch bedient worden ist, nämlich dass Unternehmer automatisch Millionäre sind. Nein, es ist ja so, die Unternehmer, die ihr Geld im Unternehmen stecken haben und Reserven auch dafür haben, um das Unternehmen zukunftsfähig zu halten, die sind darauf angewiesen, nicht durch das Vererben an die nächste Generation wirtschaftlichen Totalschaden zu erleiden. Ja, sonst müssen sie das Unternehmen verkaufen. Und das ist ja eigentlich entgegen der Maxime, die man als Familienunternehmer hat, es nämlich an die nächste Generation weiterreichen zu können. Und die sieht sich zunehmend bedroht. Und das führt ja auch genau zum Absterben von Familienunternehmen und zum Absterben oder zum Verkauf an ausländische Investoren im Mittelstand, dass man einfach sagt, das Risiko gehen wir jetzt gar nicht ein. Wir wissen nicht, was kommt. Vielleicht nur nicht nur die Steuer, sondern auch noch irgendeine Sonderabgabe. Wir verkaufen jetzt schon mal, investieren dann vielleicht selber auch im Ausland in Immobilien und so weiter. Dann sind wir auf der sicheren Seite, zumindest als Familie. Das machen ja viele. Und das ist eigentlich eine Art von Notwehr gegen staatliche Willkür. Und dass wir es mit staatlicher Willkür zu tun haben, das zeigt uns ja die Notwendigkeit dieses Urteils und auch die politischen Reaktionen darauf. Es kommt ja schon, weil Sie Abgabe sagen. Es ist ja schon in der Ampelkoalition schon einer der Vorschläge, eine Investitionsabgabe einzuführen. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Unternehmen investieren wollen, wird das künftig nicht mehr degutiert, sondern dann wird Ihnen von Staats wegen gesagt, ob Sie das dürfen oder nicht dürfen oder ob Sie das abführen müssen. Das heißt, das ist eine verkappte zusätzliche Steuer. Die Vermögenssteuer ist in Karlsruhe ja mal gescheitert, glücklicherweise. Ein zweiter Versuch, glaube ich, wird man nicht machen. Man wird aber die Einkommens- und Körperschaftssteuer
unter dem Motto, die Reichen, die mit den breiten Schultern, wie es immer so schön heißt, die werden wahrscheinlich massiv demnächst gemolken. Ich habe da gar keinen Zweifel, dass das kommt. Und dann so verkappte Geschichten, eben Investitionsabgabe. Wahrscheinlich wird man die Erbschaftssteuer erhöhen, obwohl die Erbschaftssteuer aus meiner Sicht ohnehin etwas undenkbar Asoziales ist. Absolut. Denn wenn ich etwas vererbe, ist das ja etwas, was ich schon aus versteuertem Einkommen angespart habe. Und nur weil ich tot bin, soll der Staat derjenige, der Gewinner sein? Das habe ich nie verstanden. Aber da gibt es andere Länder, Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat eine verheerende Erbschaftssteuer. Und da wird das französische Vorbild, wie ich fürchte, sehr schnell auch für uns zum Vorbild werden. Aber fallen wir jetzt nicht auf die Politik herein. Also die redet ja gerne über steigende Abgaben. Ist klar, da fasst man den Bürger in die Tasche, nestelt an seinem Gürtel herum, statt am eigenen. Der Sachverständigenrat für die Beurteilung der konjunkturellen Lage, die man früher die fünf Weisen nannte, hat ja schon vorgeschlagen, alle Rentner ab 1400 Euro, 1400 Euro Rente, die Rente zu kürzen. Und keiner spricht darüber eigentlich, Herr Fahrt, wie Sie, dass man die zerstörerische Energiepolitik ändern müsste, dass man das überflüssige Heizungsgesetz einfach wegtun müsste, dass man das giftige Bürgergeld kürzt, dass man die Kindergrundsicherung, die nur 5.500 Beamte kosten wird. Und gleichzeitig fliegt Frau Baerbock mit dem Flieger durch die Welt und verteilt per Flugzeug Millionen und Abermillionen. Und Herr Mützen in Kenia 400 Zuffs. Und Herr Mützenich sagt, wir brauchen jetzt Steuererhöhungen trotz Verfassung für Gaza. Also was geht uns Gaza an? Also ist die Politik so völlig lernunfähig? Ja, also ich glaube... Sagen Sie, mit einer Gelassenheit, die ich geradezu... Ja, ich habe das über viele Jahre erlebt. Also das ist ja alles das, was Ihnen der gesunde Menschenverstand jetzt eingibt, was Sie hier gesagt haben. Und es ist eben dann so, dass man kann das immer wieder anbringen. Man kann diese Absurditäten immer wieder aufzählen. Die Kollegen lachen und machen weiter. Das ist die Realität. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich abhängig davon, wie groß der objektive Druck der ganzen Dilemmata ist, in die wir uns jetzt reingearbeitet haben, ob da irgendwann mal der Groschen fällt und man sich sagt, dass es so nicht weitergeht. Ich darf an der Stelle, möchte ich noch mal zwei Punkte, so die gerade in den letzten Tagen. Also wir wollen CO2 abschalten, aber das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde, das schon stillgelegt war, läuft wieder auf vollen Touren. Irgendwo muss ja der Strom herkommen. Südafrika erhält gerade 600 Millionen von der KfW, damit es aus der Kohle rausgeht. Also wir finanzieren Südafrika den Ausstieg aus der Kohle. Und wie gesagt, Herr Mützenich will die Hamas in Gaza unterstützen indirekt. Das passt doch einfach nicht mehr zusammen. Das ist doch keine Frage des gesunden Menschenverstandes. Da zweifeln Sie ja irgendwie an mir, sondern er sagt, das ist doch der galoppierende Irrsinn. Aber das Korrektiv fehlt ja auch. Wer bringt es ans Tageslicht? Das ist doch die Frage. Wenn die Medien nicht funktionieren... Ja, genau, das wollte ich jetzt, Entschuldigung, wenn Sie nicht ins Wort fallen. Aber das ist ja gerade das Problem. Ich meine, wenn wir einen funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise hätten, dann, und man ähnlich hart ins Gericht gehen würde mit diesen ganzen Absurditäten, wie man beispielsweise mit uns ins Gericht gegangen ist im Zusammenhang mit scheinbaren oder wirklichen Fehlentwicklungen im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung beispielsweise. Oder diese Gnadenlosigkeit, die man da betrieben hat, die dazu geführt hat, dass man einen Innenminister zurücktreten musste, weil ein Terrorist Selbstmord begangen hat beispielsweise. Diese Unnachsichtigkeit und diese äußerst kritische Haltung der Medien, die ist einer völligen staatsfrommen Haltung gewichen jetzt. Und die Medien sorgen dafür, dass die Einwände, die sie bringen, die offensichtlichen Absurditäten in diesem Land totgeschwiegen werden, dass diejenigen, die sie ansprechen wollen, nicht mehr eingeladen werden zu irgendwelchen Talkshows. Und wenn sie eingeladen werden, dann werden sie nur zu dem Zweck eingeladen, um Mehrheiten innerhalb der Talkrunde zu finden,
finden, die sie überstimmen und die ihnen einfach aufgrund der größeren Redezeit, die sie dann haben, das Wort im Mund rumdrehen. Das ist das Ziel. Das Problem ist, dass die Mechanismen, die diese Fehlentwicklungen schützen in diesem Land, mittlerweile eine Dimension und auch eine Kraft haben, alles das, was Sie jetzt genannt haben, totzuschweigen und als quantitätsnegligible wegzuwischen. Das ist die Situation. Und wenn sich daran nichts ändert, bin ich überzeugt, wird auch innerhalb der Politik jeder dieser Versuche, dort ein Stück weit Verstand und Logik reinzubringen, niedergewalzt werden. Das ist die Situation. Das heißt, wenn sich an den Medien nichts ändert, ändert sich in dem Land auch nichts. Ich würde gerne noch ergänzen, und es sind eben nicht nur die Medien, sondern ja auch ein ganz fatales Thema, die Experten, die öffentlichkeitswirksam in den Raum treten, die Bundesregierung beraten. Die fünf Weisen, die den Rentnern. Die fünf Weisen, und ich meine, jede Fraktion hatte jetzt ja auch eine Expertenstimme. Und als ich gestern dann noch Herrn Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft gehört habe, der gesagt hat, naja, an der grünen Transformation zweifelt man natürlich in keinster Weise. Also das wird nicht in Frage gestellt. Es ist ja nur die Frage des Wies und nicht des Was. Also ja, Frau Schröder. Das ist ja mit Händen zu greifen, dieser Wahnsinn, der eben flankiert wird durch eine Struktur aus Medien, aus Experten, die dieses selbst kreierte Tackertuckerland des Irrsinns aufrechterhalten können. Und da haben Sie können. Die NGOs noch nicht mit dabei. Richtig, genau. Frau Schröder, ja. Wenn Sie es jetzt als Experte mal versuchen, dann sind Sie in allen folgenden Sendungen, die das Thema irgendwie tangieren, der Klimaleugner oder irgendwas oder der Populist, sie werden nicht mehr eingeladen, sie werden aus der medialen Relevanzzone entfernt und haben in Zukunft gar nichts mehr zu sagen. Und diejenigen, die mit ihnen Kaffee trinken gehen, die setzen sich der Gefahr ein, einen Kontakt schuldig zu werden. Das ist die Realität. Und die Weisen, darüber hat der Henrik Broder kürzlich mal geschrieben, das sind diejenigen, die die Vergangenheit voraussagen. Das ist aber auch wirklich wahr. Also. Bevor Frank einsteigt, nur noch ein Satz. Es gibt auch gute Medien. Ja? Es gibt auch immer mehr Medien, die da kritisieren. Aber deine Frage. Ich will noch mal zurückkommen auf die ganzen Schattenhaushalte, die es gibt, die ganzen Fonds, die es gibt. Wir sind ja heute hier zusammengekommen aus einem Anlass. Und das ist der Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts. Mich würde mal interessieren, Professor Scholz, was bedeutet dieses Urteil, was wir jetzt zur Kenntnis nehmen mussten und was wir jetzt diskutieren? Was bedeutet dieses Urteil eigentlich für den Wirtschaftsstabilitätsfonds? Ist der auch verfassungswidrig? Ich bin der Meinung, ja, denn er ist eine völlig analoge Konstruktion wie der hier konkret Streitgegenstand gewesene Klimafonds. Und das bedeutet, das ist ja eine andere Dimension noch. Da geht es um 165 Milliarden und nicht nur um 60 Milliarden. Das Ganze läuft ja immer seit einiger Zeit schon unter dem Stichwort, Tichy hat das Wort vorhin schon, Sondervermögen. Ja. Wenn ich das Wort Sondervermögen höre, dann wird mir immer Angst und Bange. Denn im Grunde ist es genau das Gegenteil. Wenn der Bürger im Fernsehen sieht, ja, der Bund hat ein neues Sondervermögen, dann sagen alle, Mensch, prima, das kommt uns bestimmt zu. Das muss er vererbt haben. In Wahrheit sind es Frau Holle hat wieder ihr Kissen geschüttelt, die Goldtaler, und Herr Lindner hat sie aufgefangen. Eben. So ist Wirtschaft. Es sind Sonderschulden und nicht Vermögen. Also das Gegenteil von Vermögen. Und diese Linie Sondervermögen aufzulegen, um damit um die Schuldenbremse herumzukommen. Also aus dem allgemeinen Haushalt und seinen Engen, bei denen die Schuldenbremse eben ganz maßgebend ist, um dem auszuweichen, hat man dieses Moment oder dieses Instrument sogenanntes Sondervermögen erfunden. Und inzwischen gibt es, glaube ich, 29 Stück davon bereits. Also das geht auch systematisch weiter. Eine Ausnahme ist das mit der Bundeswehr. Da hat man insofern, würde ich mal sagen, etwas Richtiges gemacht mit diesem 100-Milliarden-Fonds. Den hat man in die Verfassung reingeschrieben. Das heißt, eine Sonderregelung in der Verfassung getroffen. Das ist vernünftig, das ist richtig. Und da die Bundeswehr ja schon seit Jahrzehnten, schon unter der Kanzlerin Merkel vor allem, systematisch runter und kaputt gespart worden ist, ist hier in der Tat eine richtige Entscheidung gefallen. Die Bundeswehr muss wieder halbwegs
aufgerüstet werden, um es so zu formulieren. Das heißt, das ist aber eine Ausnahmesituation. Und bei der Bundeswehr, äußere Sicherheit, geht es auch um eine Kernaufgabe des Staates. Aber all die anderen Dinge, um die es jetzt hier geht, also Klima und CO2, und das sind alles keine Kernaufgaben des Staates. Keine Kernaufgaben, wenn überhaupt Aufgaben des Staates. Gut, der Staat kann sich natürlich Aufgaben definieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung auch im Übrigen, ich würde sagen, eine ganz kleine Tür aufgemacht für die Regierung, indem sie gesagt haben, die Feststellung einer Naturkatastrophe, also was Artikel 109 Grundgesetz sagt, oder eines anderen unabwendbaren, besonderen und nicht abwendbaren und nicht bewältigbaren Unglücksfalls, bei der Beurteilung dessen hat der Gesetzgeber einen Beurteilungsspielraum. Das ist in der Sache richtig. Natürlich muss der Gesetzgeber auch beurteilen können. Aber wenn diese kleine Tür über Beurteilungsspielraum, wenn Sie jetzt hergehen, und was zum Beispiel ja schon diskutiert wird, indem Sie jetzt sagen, ja, wir haben ja nur kein Geld mehr, um zu investieren. Das heißt, Deutschland wird ein sozusagen, was Staatsinvestitionen angeht, ein notleidendes Land. Und das definieren wir wiederum als ein Unglücksfall. In diese Richtung geht nämlich einiges an Überlegungen schon. Dann ist der nächste Verfassungsprozess angesagt. Und ich bin überzeugt, das Bundesverfassungsgericht wird sagen, also so haben wir es nicht gemeint. So einfach kommt ihr uns nicht davon. Und man kann auch nicht einfach sagen, wir haben jetzt Klimanotstand. Das werden Sie auch versuchen. Nur der Klimanotstand ist ja gar nicht da. Die müssen es beweisen. Nicht? Also der Beurteilungsspielraum geht nicht so weit, dass ich sozusagen einen Notstand erfinden kann. Und ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, auch diese CO2-Geschichte ist auch so deutlich. Die machen ein Gesetz, Heizungsgesetz, und wissen nicht mal, wie viel CO2 es eigentlich geht. Ja, mit einem solchen Verhalten, wo man schon die Sachverhalte manipuliert, wird man in Karlsruhe nicht bestehen. Aber warum, Arnold Fratz, hat man sich das Leben eigentlich so schwer gemacht? Warum hat man nicht eigentlich den Notstand ausgerufen? Warum ist man diesen sehr komplizierten Umweg gegangen mit der Gefahr, dass man beim Schummeln erwischt wird? Ich meine, wir haben immerhin den Krieg Russlands gegen die Ukraine gehabt. Jetzt kommt noch der Krieg im Nahen Osten dazu. Könnte man jetzt nicht einen Notstand wirklich rein gewissens konstruieren? Also ich glaube, wenn man das macht, da öffnet man die Tür für jeglichen Missbrauch von diesem Notstandsbegriff. Denn es muss natürlich, also um einen Notstand zu definieren, genügt es nicht, außenpolitische Ereignisse heranzuziehen, glaube ich. Es muss, wie Robert Scholz schon sagt, ein Notstand sein, der die Kernaufgaben des Staates, die Lösung der Kernaufgaben des Staates gefährdet. Das wäre ein Notstand. Und dazu gehört beispielsweise sowas wie eine Pandemie. Das halte ich für gerechtfertigt, da einen Notstand zu erklären. Vorausgesetzt, es ist tatsächlich der Umfang richtig eingeschätzt. Also das war auch schon zweifelhaft. Das ist eine andere Frage, ja. Aber das sind Dinge. Oder ein Notstand entstünde meines Erachtens auch dann, wenn eine große Naturkatastrophe reinbräche. Die also wirklich. Ja, zum Beispiel sowas im Ahrtal, ja. So eine Geschichte. Ja, diese Geschichten. Aber seltsamerweise sind es gerade diese Sachen nicht, die wirklich angegangen werden. Also zum Beispiel Ahrtal. Das ist alleine der Verlauf dessen, was dort geschehen ist bis heute, der zeigt ja ein derart kapitales Versagen der Politik, wie es in Deutschland vielleicht vor 30, 40 Jahren völlig unvorstellbar war. Vielleicht in der DDR konnte man sich das denken, aber im Westen nicht. Und dass im Grunde diese Sache auch in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt, das ist ein weiteres Medienversagen, muss ich mal sagen. Das sind Dinge, wo man sagen muss, das sind unvorhergesehene Dinge, die im Land auf uns hereingebrochen sind, die kann man als Notstand bezeichnen. Aber nicht die Verschärfung einer weltpolitischen Konstellation. Darauf muss man auf andere Weise vorbereiten. Ich habe jetzt da eine Frage. Und zwar, wir reden da jetzt hier paragraphenreiterisch. Ja? Das Bundesverfassungsgericht muss uns offensichtlich als letzte Instanz vor einer irre gewordenen Politik schützen. Denn darauf läuft es ja raus. Kann man die nicht einfach abwählen, wenn sie so einen Unsinn machen? Denn das Problem ist ja, Steuererhöhungen, alle diese Tricks
verschlimmern ja die Lage. Also wenn ich Wirtschaft abwürge, habe ich keine Steuern und keine Sozialen, habe ich noch weniger Geld. Also meine Frage ist, kann man die nicht irgendwie abwählen, weil sie ja ihren Job einfach nicht gut erfüllen? Wie kriegt man Neuwahlen? Nur über das konstruktive Misstrauensvotum. Das ist im Grundgesetz oder ja... Oder in 4 Jahren. Also oder ja, in 4 Jahren. Das kann. In 4 Jahren hält man das noch aus. Ja, das bedeutet jetzt noch 2 Jahre. Sonst würde es nur jetzt gehen über das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Das heißt, eine andere Partei, also nehmen wir an, die CDU, würde jetzt Herrn Merz als Kanzler vorschlagen. Und wenn Herr Merz gewählt wird, wäre Herr Scholz mit seiner Regierung weg. Nur, die Mehrheit ist nicht da. Die Mehrheit ist, selbst wenn zum Beispiel die FDP, wie ja manche Leute spekulieren, vielleicht doch aus der Ampelkoalition über kurz oder lang aussteigt und Oppositionspartei wird, würde das immer noch nicht reichen. Zumal man auch wiederum bei der CDU ja nicht bereit ist, auch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Für mein Gefühl in der Richtung völlig unklug. Aber gut, das mag man alles sehen. Jedenfalls im Moment kann die Ampel sich relativ sicher sein, dass ihr nichts passiert. Weil die CDU mit der AfD nichts machen will. Auch jetzt würde es noch nicht reichen. Man darf die Umfragen, guten Umfrageergebnissen von CDU und AfD ja nicht als Wahlergebnis werten. Ja, ist klar. Nicht? Vor allem die CDU hat die Bundestagswahl krachend verloren. Und also wie gesagt, die anderen haben das Ding halt gewonnen. Herr Robert Scholz, im Bundestag haben wir jetzt Mehrheiten und keine Mehrheiten und so. Aber insgesamt, und das ist ja das Ärgerliche bei der Diskussion, insgesamt ist die Republik ja nicht links. Also wenn ich mir die Umfragen jetzt anschaue, die Umfragen, wenn ich jetzt alle halbwegs Bürgerliche zusammennehme, FDP, AfD, CDU, Freie Wähler, das ist eine satte Mehrheit. Wir haben bürgerlich eine eher konservative Mehrheit in der Bevölkerung. Aber das Wahlergebnis von vor 2 Jahren ist eben eines gewesen, das eine linke Mehrheit zustande gebracht hat, was wiederum aus meiner Sicht nicht die überzeugende linke Ideologie war, die die Menschen überzeugt hat. Es war in der Tat auch das Versagen der Großen Koalition, das Versagen der Union, das muss man klar sagen. Sie sind abgestraft worden für auch keine sehr gute, um nicht zu sagen, ganz schlechte Politik. Ich stimme Ihnen da absolut zu. Frau Schröder, glauben Sie, dass Bundeskanzler Merz mit der Union an der Spitze in irgendeiner Koalition die Dinge besser machen würde, als sie jetzt laufen? Also viel Hoffnung hat er mit seinem bisherigen Agieren nicht dazu gegeben. Also ich würde das eher verneinen. Aber die Frage ist ja, was sind die Alternativen? Auch die Union wird lernfähig sein müssen, werden müssen, wenn sie die Geschicke unseres Landes zukünftig erfolgreich gestalten will. Und da wird sie um gewisse Tatsachen und Realitätsanerkenntnisse nicht herumkommen. Also insofern würde ich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nach derzeitigem Analysestand würde ich das verneinen. Herr Scholz, Sie haben ja nichts anderes gesagt, als dass diese Regierung trotz ihres Versagens voraussichtlich noch 2 Jahre durchhalten wird, einfach weil es schwierig ist, eine andere Mehrheit zu organisieren. Da hat man das Gefühl, das Grundgesetz schützt eigentlich die Regierung vor dem Volk. Es sollte aber eigentlich das Volk vor der Regierung schützen. Haben wir da auch aus der Geschichte Deutschlands heraus eine falsche Weichenstellung? Nein, das Grundgesetz hat im Grunde sehr vernünftig entschieden. Aus der Weimarer Erfahrung heraus war klar, dass man einen funktionierenden Staat nicht haben kann und haben wird und einen, der sogar in totalitäre Verhältnisse abgleiten kann, wie es geschehen ist, wenn man dem Reichstag, also sozusagen dem Vorläufer des Bundestages, im Grunde nicht gewisse Stabilitätskriterien vorgibt. Und das wichtige Stabilitätskriterium, das man hier entwickelt hat, ist das konstruktive Misstrauensvotum. Eine Regierung bleibt so lange im Amt, bis sich eine neue mehrheitsmäßige Regierung bildet. Das ist vernünftig, das heißt, man kann abwählen, nur das konstruktive Misstrauensvotum muss gegebenenfalls noch mal praktiziert werden. Das haben wir gehabt, wenn Sie zurückdenken an die Abwahl von Helmut Schmidt. Nicht? Helmut Kohl ist über ein konstruktives Misstrauensvotum Kanzler geworden und es hat auch gut funktioniert. Und dieses Verfahren ist aus meiner Sicht auch heute praktikabel. Das Entscheidungspapier der FDP damals. Ja, wird es eben diesmal nicht geben. Die FDP hat damals, aber heute ist die FDP so schwach und so klein,
Also irgendwo habe ich heute in der Zeitung gelesen, jemand sagt, wir brauchen ein neues Lambsdorff-Papier. Das genau, ist genau, das ist genau dieser Vorschlag. Naja gut, aber damals war die FDP auch nur bei 5%. Also wir haben eine gewisse fröhliche Resignation. Wir sagen, das Land fährt gegen die Wand, aber wir können nichts ändern. Herr Fahrt, ja, aber die Frage war ja, die Frage war ja hier, wird das mit Friedrich Merz besser zum Beispiel? Ich glaube, bevor wir die Frage nach Personen stellen, müssen wir die Frage stellen, muss die CDU nicht ordnungspolitisch erstmal gesunden, muss die CDU nicht sich ordnungspolitisch erstmal wieder so aufstellen, wie es eigentlich ihren Grundsätzen entspricht? Haben wir denn so viel Zeit? Und das, nein, wenn das nicht stattfindet, ist jede Person zum Scheitern verurteilt an der Spitze dieses Landes. Es müssen verschiedene Dinge wieder klar werden. Zum Beispiel, dass eben Primat der Wertschöpfung vor der Verteilung beispielsweise. Die Tatsache, dass man eben die Marktwirtschaft, also die planwirtschaftlichen Tendenzen, die sich in der CDU da mittlerweile eingefressen haben im Zusammenhang mit den EEG und so weiter und so fort, die müssen weg. Es müssen wieder die marktwirtschaftlichen Prinzipien akzeptiert werden und geachtet werden und nicht verteufelt werden. Erst wenn das stattfindet, erst dann gibt es überhaupt eine Chance, die Tür wieder in den Angeln zu heben. Wenn das nicht stattfindet, werden wir noch weiter vor uns hin tuckern, bis der Laden also so weit zerschlissen ist, dass die Parteien komplett fragmentiert sind, dass vernünftige Entscheidungen überhaupt nicht mehr möglich sind. Und dann bricht hier in diesem Land das Chaos aus. Da bin ich, und das muss verhindert werden. Ich glaube, man kann die Diskussion ganz gut zusammenfassen mit einem Wort, das auf Franz Josef Strauß zurückgeht. Der sagte, Politiker zum Sparen zu bringen, das ist, als ob du einen Mops damit beauftragst, den Wurstvorrat zu schützen. Den Wurstvorrat. Also die Wurst ist weg, der Mops ist fett, wir werden arm. Und vielleicht gibt es einen Trost. Herr Fahrz hat ja über die Rolle der Medien geschimpft. Wir von Tichys Einblick versuchen, es fair zu machen, objektiv zu machen, richtig zu machen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung für uns. Ich danke Silke Schröder, Professor Rupert Scholz, Herrn Arnold Fahrz und natürlich Frank Henkel für diese wunderbare Diskussion, auch wenn sie keine besonders euphorisierenden Nachrichten mitteilen kann.